Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus, zu meinem 500 Abonnenten Special. Doch bevor wir anfangen, vielen Dank an Brixio für die Unterstützung, damit dieses Special so zustande kommen konnte, wie ihr es nun sehen werdet. Auf der Seite Brixio könnt ihr entweder selbst Bilder zu einem Klemmbausteinmosaik umwandeln und direkt mit Steinen, der Anleitung, Bechern und Klemmbaustein-Trennwerkzeugen bestellen, oder es wird euch von einem Brixio Designer ein Klemmbaustein-Mosaik eines Bildes erstellt. Und nun ab in das Special. Vor etwas mehr als 2,5 Jahren, am 21.01.2021, wurde der Kanal geboren. Das erste Video ließ natürlich nicht lang auf sich warten, damals aber noch unter einem anderen Namen, Krieg der Steine, und noch mit Hintergrundmusik, die ja auch in meinen Reviews sonst nie wieder verwendet wurde. Es war wirklich noch alles anders, nicht mal die Begrüßung war die gleiche. Hey ho, Freunde des abenteuerlichen Klemmbausteinbaus. Und zwar haben wir hier heute das Sluban-Set M38B0302, das Flakgeschütz. Ich sollte jetzt aber wahrscheinlich die Verpackung nicht allzu weit wegnehmen, denn wir haben schon mal ein kleines Problem direkt beim Öffnen der Tüten. Schaut euch einfach mal diese Farbe hier an. Und dann schaut euch mal diese Farbe hier an. Man kann jetzt darüber streiten, ob das Grün so getroffen ist, wie es auf der Packung gezeigt wird, oder wer da einen Fehler gemacht hat beim Produktfoto oder beim Produzieren der Steine, das weiß man nicht. Auf jeden Fall, diese Farbe ist nicht diese Farbe. Ich hoffe, dass das Modell trotzdem am Ende ordentlich aussieht und dass dann nicht die Soldaten auf einmal ganz andere Farben haben. Aber naja, man muss halt auch sagen, es ist eben ein Billighersteller, Sluban. Ich habe da sogar mit solchen Fehlern gerechnet, sage ich mal. Da sieht man auch, dass es ein Billighersteller ist daran. Stickerbogen. Man kann es vielleicht gar nicht mal so verallgemeinern, dass es ein Billighersteller ist, weil ein, zwei dänische Hersteller, über die wir vielleicht im Verlauf des Kanals auch noch reden werden, haben wahrscheinlich das Doppelte an Stickerbogen auf so einem Set. Und da sind wir tatsächlich schon fertig. Das Set ist komplett aufgebaut und ihr fragt euch jetzt, warum macht er da so einen riesigen Sprung rein von Bauschritt, ich glaube 22 bis Bauschritt 44. Das hat einfach den Grund, dass die Bauschritte in letzter Zeit dann sehr kleinschrittig geworden sind und am Anfang sehr ausführlich waren und ich deshalb öfters zeigen musste, das seht ihr hier, wo man halt wirklich mal 4 Teile hat, mal 5 Teile. Das hat dann schon fast Lego-Niveau von der Schwierigkeit. Die Bauschritte einzeln zu zeigen, wäre Quatsch gewesen. Die davor waren wirklich einfach viel ausgefallen, ne? Und mit viel, viel mehr Stein. Und deshalb sind wir eben jetzt schon fertig. Und sind wir ehrlich, dieses erste Video ist nicht gerade ein Meisterwerk. Aber ich denke, das ging jedem so, der irgendwann mal mit YouTube angefangen hat. Und auch wenn mir diese Videos teilweise ein wenig unangenehm sind, wenn man sie jetzt doch relativ lang danach schaut, nachdem sie entstanden sind, gehören sie zum Kanal und deshalb würde ich sie niemals offline nehmen. So machte ich dann 6 Monate ungefähr lang Videos unter dem Namen Krieg der Steine bis zur ersten großen Veränderung dieses Kanals, die mir auch wirklich sehr am Herzen lag. Aus alt wurde neu. Aus Krieg der Steine wurde Wellybrick, noch mit einem anderen Design, aber trotzdem schon ein großer Schritt in die Richtung, in die der Kanal immer weiter gegangen ist. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Diesmal habe ich kein Set für euch, sondern ein kleines Statement. Wie ihr es wahrscheinlich mitbekommen habt, hat sich bei meinem Kanal alles verändert. Der Name, das Logo, das Banner, einfach wirklich alles. Aus Krieg der Steine wurde Wellybrick. Aus alt wird neu. Aber wieso gibt es diese Änderung? Als ich mit YouTube angefangen hatte, wollte ich einen Kanal für reine Kriegssets aufmachen. Das war dumm. Damit habe ich die Augen vor den vielen coolen anderen Sets verschlossen, die es aus anderen Themenbereichen gibt. Quasi die Augen öffnen für Neues. Dazu passt der alte Name einfach nicht mehr. Und wenn wir ehrlich sind, ist der Name Krieg der Steine viel zu ähnlich mit dem Namen des Helden der Steine. Ich möchte einfach für mich selber stehen. Ich will keine Kopie in schlecht sein, in Anführungszeichen. Mir geht es um den Spaß, nicht darum, das Erfolgreichste zu kopieren.
Deshalb habe ich mich für einen harten Cut entschieden. Alles neu, alle Logos über den Haufen werfen. Nur so fühle ich mich gut und kann mich selbst ausdrücken. Der Name Valley Brick hat sich schon fast von allein gefunden. Es war eine tolle Zeit und wird wahrscheinlich noch eine coolere Zeit. Am 5.12. war es dann soweit. Die ersten 100 Abonnenten wurden geknackt. Maßgeblich daran beteiligt war ein Video über ein Set, was wirklich zu einem unschlagbaren Preis auf AliExpress zu haben war. Es war ein Leopard-Panzer, der zwar nicht wirklich wie ein Leopard aussah, wenn wir ehrlich sind, aber es waren 2000 Teile in einer annehmbaren Qualität für 11 Euro von Gulu Gulu. Die Gespräche in den Kommentaren mit euch Zuschauern unter diesem Set haben mir dann wieder gezeigt, wie wichtig es ist, mit den Zuschauern zu reden und auch teilweise vielleicht verschiedene Meinungen auszutauschen. Und pünktlich zu den 100 Abonnenten kam dann ein Video über vier kleine Flitzer mit Rückziehmotor und wie sich das gehört, wenn man eine Marke erreicht, die man erreichen wollte, hat man natürlich genau an dem Tag Tonprobleme. Die Anleitung von diesem Strandbus, der natürlich an kein deutsches Modell erinnern soll. Zwinker, zwinker. Aber so muss ich euch nicht alle anderen Anleitungen zeigen, sondern zeige euch die, weil die sind logischerweise in einer Reihe sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Trotzdem hält es aber genug, dass man damit auch spielen kann, wenn das Surfbrett drauf ist. Also hier fällt nichts ab. Das Hauptspielfeature bei diesen Sets ist aber natürlich der Aufziehmotor und der funktioniert wirklich gut. Schwachpunkt von dem Set ist dann alles, was man von hinten sieht und wie gesagt, diese Breite von der Optik her. Das passt nicht so wirklich und da haben sie halt wirklich versucht, das irgendwie zwingend in ihrem Maßstab zu halten und sind da ein bisschen dran gescheitert. Um eure Ohren ein wenig zu schonen, habe ich diesen Videoausschnitt mal etwas kürzer gehalten. Auf jeden Fall war der Schritt zu den nächsten 100 Abonnenten echt schnell, denn die 200-Abonnenten-Marke ist schon am 12.03., also knapp 3,5 Monate später, gefallen. An diesem Tag habe ich auch ein Video hochgeladen, was meines Erachtens eine sehr spannende Frage aufgeworfen hat. Und zwar, ob so ein Set moralisch okay ist. Denn in diesem Video habe ich ein Set unter die Lupe genommen, was von einem tschechischen Markt gestammt hat. Eben solche Sets findet man aber auch in China auf den einschlägigen Plattformen zur Genüge. Und zwar war es ein Minecraft-Set, was aber eben nicht lizenziert war und ganz klar auch Formen von Lego Minecraft kopiert hat. Aber es war keine 1:1 Kopie von Lego, denn es war ein eigener Entwurf. Und das hat natürlich die Frage aufgeworfen, ist so etwas moralisch okay oder eben nicht? Dieser Frage haben wir uns zufälligerweise genau an diesem Tag gestellt und auch unter diesem Video hatte ich wirklich sehr tolle Gespräche mit euch. Und zwar heute zu einem Video, was auch ein bisschen kontrovers werden könnte. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dieser großen Teiletüte, groß in Anführungsstrichen. Bedenkt wieder, 12 Euro hat das Set gekostet. Oh. Und da ist direkt ein richtig, richtig unangenehmer Geruch. Also, tut mir leid für das Knistern, ganz ehrlich. Aber ich wollte das jetzt auch wirklich so festhalten. Bleibt einem richtig ein Geruch in die Nase, den man von einem anderen Set nicht kennt und auch von dem anderen Dingao-Set. Und da sind wir ja eigentlich nur bei der Plastiktüte, die sind noch nicht mal offen. Aber das sind allein diese Flügel hier. Diese Flügel stinken schon unglaublich nach billigem Plaste. Oh, das dünstet auch wirklich aus. Also, das ist kein großes Highlight. Als ob der Enderdrache fliegt und als ob man eben gegen ihn kämpft. Und wenn man dann genug gespielt hat und gegen ihn gekämpft hat, kann man eben auch spielen, dass man ihn besiegt hat, indem man ihm so einen Schubser gibt und dann stürzt er quasi ab und fällt aus seinen Ketten raus. Ich meine, wir haben von technischer Seite über alles gesprochen, was das Set jetzt so hat. Und es ist ein tolles Set für 12 Euro und eigentlich eine klare Kaufempfehlung. Aber die moralische Frage kann ich euch nicht abnehmen. Mein Standpunkt ist auch klar, solange es keine 1:1 Kopie ist und keine Lizenz so verletzt wird, indem Namen genannt werden, die eben auch nicht dann MyWorld heißen, sondern dass dann wirklich Minecraft dort steht, oder Logos verwendet werden, sollte jedes Kind die Möglichkeit haben, auch mit so einem Set zu spielen. Das ist mit den offiziell lizenzierten Sets eben oft nicht möglich, weil es schlichtweg für viele zu teuer ist. Lego und Klemmbausteine im Allgemeinen werden immer mehr zum Luxusgut. Und das finde ich furchtbar schade. Und auch bei der dritten magischen Stufe,
den 300 Abonnenten sind wir uns mal wieder den 3 Monaten treu geblieben. Das waren viel zu viele. 3! In einem Satz. Auf jeden Fall haben wir diese Stufe zusammen am 22.06.2022 erreicht. Und beim Erreichen dieser Stufe ist wieder mal ein relativ interessantes Thema meiner Meinung nach auf dem Kanal gekommen. Und zwar haben wir uns dort zusammen die vermeintlich nachhaltige Zukunft angeschaut mit einem kleinen Pack von Fabrics Holzklemmbaustein. Und zwar haben wir 20 2x4er Bricks und 10 2x2er Bricks und damit insgesamt 30 Steinchen in diesem Nachfüllpaket drin. Es ist hundertprozentig kompatibel mit normalen Lego und anderen Lego-kompatiblen Klemmbausteinmarken. Zumindest laut der Angabe, das prüfen wir dann natürlich noch. Und natürlich ist Nachhaltigkeit im Klemmbausteinbereich ein Thema. Obwohl ich immer auf der Seite stehe, dass ich sage, diese Steinchen, auch die normalen Plastiksteinchen, werden ja sehr lange verwendet und sind nicht als Wegwerfprodukt gedacht. Da wird es sich dann erstmal zeigen, ob diese Holzklemmbausteine ähnliche Nutzungsdauern überleben. Das kann aber nur die Zukunft zeigen. Trotz dessen die Verpackung ja nicht gerade groß ist, trotzdem noch sehr viel Luft hier drin. Und das Ganze wird noch luftiger, wenn wir dann in die Tüte schauen. Ich weiß nicht, ob ich Mogelpackung als Begriff viel zu inflationär verwende, aber das ist für mich mal wieder eine klare Packung, die hätte sehr viel kleiner ausfallen können. So, wir fangen mal ganz harmlos an mit 4 Noppen. Das hält gut, hat sich auch gut verbauen lassen. Also auch hier haben wir einen schönen Anpressdruck. Das lässt sich also auch untereinander sehr gut verbauen. Was aber auffällt, wir haben auch hier so eine gewisse Kante drin. Jetzt probieren wir mal noch ein paar andere Steinchen, so ein 1x2er hier, das ist zum Beispiel ein Sluban-Teil. Hält auch gut, aber wieder die Kante. Dann nehmen wir das doch nochmal mit dazu. Das ist auch ein Sluban-Teil, passt nicht wirklich gut drauf. Also wir haben hier nochmal sehr viel Luft dazwischen, mehr als wenn man es jetzt auf einem anderen Teil verbaut. Und dann können wir auch nochmal so ein Steinchen hier probieren, ob das auch gut hält. Und auch das hält wirklich gut drauf. Ein wirklich toller Gedanke. Nachhaltige Klemmbausteine. Und genau diesen Gedanken der Nachhaltigkeit verfolgt auch Brixio. Denn bis auf die Steine, die bekanntlichermaßen dort noch aus Plastik sind, ist dort alles aus Pappe. Wir haben also keine Wegwerfplastiktüten darin. Und auch ein schöner Gedanke, bei jeder Bestellung wird dort ein Baum gepflanzt. Und wenn man die Website bewertet, wird noch ein zweiter Baum gepflanzt. Vielleicht rettet man damit nicht sofort die Welt, aber jede kleine Verbesserung kann am Ende das große Ganze und damit die Welt zu einem etwas besseren Ort machen. Und das ist ja bei so einem Mosaik gar nicht anders. Jedes Steinchen vervollständigt am Ende das Bild. Und das Schöne ist ja, die Plastiksteinchen halten ja lang und man kann sie auch lang weiterverwenden. Und Sets werden nicht unbedingt alt. Und genau deshalb habe ich mir an dem Tag, an dem wir auch die 400 Abonnenten erreicht haben, eine Reihe angeschaut aus Diamond Blocks, die ich das letzte Mal vor 2 Jahren angeschaut hatte. Und Überraschung, die Sets waren noch 2 Jahre später natürlich nicht schlechter. Auf dem Kanal haben wir vor einiger Zeit ja schon mal das Lubio, Bisasam und das Pikachu vorgestellt als Pokémon aus Diamond Blocks oder eben auch Microbricks, je nachdem wie man das Ganze nennen möchte. Das ist ja aber jetzt schon fast 2 Jahre her und wir waren uns einig, wir fanden die wirklich knuffig, aber es sind in der Zeit natürlich noch einige Leute dazugekommen und deshalb möchte ich gerne jetzt schauen, ob diese Sets immer noch so gut und knuffig sind, wie wir sie damals fanden. Generell finde ich es auch gut, dass man das Carbador auf diesen Stand gepackt hat, denn so steht es wirklich stabil und das Coole ist, wenn jetzt ein Kind wirklich damit spielen möchte, kann man den Stand ohne Probleme abmachen und das Kind kann mit dem Carbador hier durch die Gegend flitzen und damit Anime-Szenen nachspielen oder Kämpfe nachspielen, was auch immer. Wenn man jetzt aber wirklich 5 bis 10 bis vielleicht noch mehr Pokémon irgendwo hinstellen möchte, ist das eine super Lösung, denn die sehen wirklich putzig aus, sind schnell gebaut, machen beim Bau auch wirklich Spaß und nehmen am Ende nicht so viel Platz ein. Und damit neigt sich unser kleiner Trip in die Vergangenheit auch schon dem Ende zu. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass sich in dieser Zeit sehr viel verändert hat. Das hat beim Namen und den Logos angefangen, ging weiter mit einer Ton- und auch Bildqualität und selbst das gesamte Grundkonzept, warum dieser Kanal existiert, hat sich in der Zeit verändert.
Angefangen hat der Kanal als kleines Tagebuch, ein Mittel zum Zweck, damit man bestimmte Sets, die man gebaut hat, nicht so schnell wieder vergisst. Doch mit der Zeit hat sich das Ganze geändert und YouTube ist auch zu einem großen Hobby geworden. Ich habe tolle Menschen damit kennengelernt, hatte viele tolle Diskussionen mit euch als Zuschauern und bin für jede Sekunde und jeden Moment dankbar. Wie bei dem Mosaik wurden viele kleine Steinchen nacheinander gebaut und haben am Ende ein großes Bild ergeben. Doch auch mit diesem jetzigen Ist-Zustand, mit diesem jetzigen aktuellen großen Bild, wird es natürlich nicht enden. Es werden noch sehr viele Steine folgen und es werden auch noch einige Veränderungen an dem Kanal passieren. Doch eines wird sich hoffentlich nie ändern und das ist, dass ich so tolle Zuschauer haben darf. Vielen Dank noch einmal an Brixio für das Design des Sets. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, dass ihr auf diesen Kanal gefunden habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick.